Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure lieben Worte. Und aufgrund dessen, dass ich da ziemlich schnell rot werde, habe ich mich dafür entschlossen, dass ihr lieber das gespannt seht als mich. Das sind jetzt unsere Chaoten. Wir haben ja immer noch die läufigen Mädels am Start, werden zwar jetzt immer weniger, aber die Bonnie ist jetzt ganz frisch dazugekommen, von daher frische Düfte in der Luft. Und das sind, wie schon gesagt, die Chaoten, welche es einfach nicht kapieren, sich zu benehmen. Also gibt es für die eine extra Veranstaltung, ist gar kein Ding. Vielleicht lernt es irgendwann mal oder auch nicht. Zu dem Thema, wann fängt man am besten an? Ich kann jetzt einfach allerdings nur von uns ausgehen. Das heißt, dass unsere jungen Hunde immer im Gespann oder in dem fertigen Gespann dann trainiert wurden. Das heißt, sie mussten niemals alleine irgendwas ziehen. Sie waren dann einfach nur mittendrin. Und die Älteren, die Erwachsenen, haben die Hauptarbeit gemacht und die Jungen haben so ein bisschen spielerisch zugearbeitet. Das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Und von daher konnten wir schon mit einem halben Jahr anfangen. Die ganze Abfolge ist so gewesen, dass ab dem Alter, wo die Welpis dann relativ stabil unterwegs waren oder zu Fuß unterwegs waren, haben wir dann eine Wiese uns rausgesucht und da haben die dann miteinander separat vom Rudel ein bisschen spielen können, mal richtig schön fetzen und rennen und raufen und tun. Und dann waren sie relativ müde oder relativ schnell müde. Das hat ihnen am Anfang ausgereicht. Und irgendwann kommt halt der Punkt, dass dann einfach so eine Ausflüge einfach nicht mehr zulangen. In dem Alter sind sie auch noch relativ gut abrufbar. Und von daher haben wir sie dann einfach neben dem Gespann herlaufen lassen. Also so ein erwachsenes Gespann ganz normal trainiert. Und nebenher sind dann die Welpis rumgelaufen und waren eigentlich schon fast mit dabei, nur dass sie einfach nicht angeleint waren. Und wenn die müde waren, dann haben wir sie mit hinten draufgepackt, dann konnten die wieder pennen auf dem Wagen. Und wenn sie wieder Lust hatten, dann sind sie fast schon selber rausgekrabbelt und dann konnten sie wieder selber mitlaufen. Irgendwann kommt dann das Alter, an denen die jungen Welpis ihren eigenen Kopf haben. Das heißt, die hören auch keine Kommandos mehr und hauen einfach ab. Und das ist natürlich blöd, wenn man gerade mit dem Gespann unterwegs ist und die Hunde gehen einfach mal in den Wald rein, weil sie da was Tolles gehört oder was Leckeres gerochen haben. Dann steht man natürlich da mit runtergelassener Hose. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem wir sie dann anleinen. Am Anfang noch so als dritte oder vierte Leine neben so, oder war gar nicht, wir haben sie hinten am, noch weiter hinten, so hinten am Ruckdämpfer ein bisschen dran gemacht, sodass man sie gut im Blick hatte und jederzeit rauslösen konnte, falls sie dann wieder müde sind. Wir sind einfach noch so, indem sie etappenweise mitgelaufen sind und das wird dann immer mehr und immer mehr. Und irgendwann sind sie dann einfach dann im Gespann, also richtig ins Gespann mit reingekommen. Auch da immer noch etappenweise. Und das Ganze beginnt dann, wie schon gesagt, mit einem halben Jahr, also mit 6 Monaten so in dem Dreh. Kann man das schon ruhig machen, aber wie schon gesagt, die Hauptarbeit haben Erwachsenenhunde getan. Wenn jetzt einer einen einzelnen Hund hat oder nur 2 Hunde hat, wo sich das dann schnell aufteilt, dann solltet ihr wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil der kleine Wurm ganz einfach voller Tatendrang und ungestüm ist und noch kein Gefühl für sich selber hat. Das solltet ihr auf oder diese Aufgabe ist dann euch überlassen oder müsst ihr dann machen. Und das solltet ihr schon genau überlegen, was ihr da tut. Dann würde ich schon noch mal ein paar Monate warten und ja, einen Ausgleich finden, suchen. Ich bin mir sicher, da findet ihr schon was. Das ist das eine, wann wir mit den Hundis anfangen. Wie schon gesagt, immer ganz piano, ganz easy, nichts Großes. Die Hunde, die
die meinen immer mehr Power zu haben, also im Endeffekt dann auch wirklich umsetzen können und fügen sich unter Umständen unbewusst mehr Schaden zu, als wie es dann ja, sinnig ist. Wie bei uns Menschenkindern ja auch, dass meinen, oder ja, die Großkotze, die meint, da sonst was zu sein, aber wenn man genau hinguckt, kommt da nicht viel. Und genauso sind die Welpis auch. Gut, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis später und ciao.